Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir lesen weiter im Matthäus-Evangelium. Vielleicht erinnert ihr euch, vor genau 5 Wochen haben wir das letzte Mal zusammen das Matthäus-Evangelium angeschaut. Zwischendurch waren wir jetzt in einem Adventskalender XXL und jetzt geht es für einige endlich weiter wieder im Matthäus-Evangelium mit der täglichen Bibellese. Ich möchte euch ganz kurz wieder mit hineinnehmen, dass ihr so zurückkommt. Wir haben im Matthäus-Evangelium bis Kapitel 21 zu Ende gelesen. 21 ist das Kapitel, in dem es nach Jerusalem hineingeht. Das ist der Einzug nach Jerusalem. Und das markiert gleichzeitig den Beginn der besonders intensiven Auseinandersetzung Jesu mit den Pharisäern, mit den Sadduzäern, mit den religiösen Machthabern. Und der Abschnitt, den wir heute lesen, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14, da geht es genau um eine solche Auseinandersetzung und auch um eine scharfe Kritik Jesu an den religiösen Führern und Leitern. Ich lese die Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straße und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straße und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hineingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ja, ihr merkt schon, das ist ein schwerer Abschnitt, den wir heute vor uns haben. Da geht es nochmal ganz deutlich auch um den Vorwurf Jesu an die damaligen jüdischen Leiter, an die religiösen Führer, dass sie letztendlich immer wieder Menschen gehabt haben, die im Namen Gottes wirklich gekommen sind und das Wort Gottes ausgeteilt haben, die zur Umkehr gerufen haben, die heimgerufen haben in die Gegenwart des Vaters. Und das Volk und besonders die Leiter des Volkes wollten es nicht hören. Das ist ähnlich wie im vorhergehenden Gleichnis, was wir vor 5 Wochen hatten von den bösen Weingärtnern, wo Gott immer wieder durch Propheten, durch Menschen, denen er eine besondere Botschaft aufs Herz gegeben hat, wo er immer wieder versucht hat, sein Volk zurückzurufen. Aber es wollte nicht. Und es geht so weit, dass sie nicht nur die Einladung nicht annehmen, das ist ein Teil, sondern dass sie sogar so weit gehen und die Boten ergreifen, sie verhöhnen und sie sogar töten. Und dann kommt der König und schafft Gerechtigkeit. So schwer wie uns dieses Wort manchmal über die Lippen geht, er schafft eine Gerechtigkeit, die der König das Recht hat zu schaffen. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern jetzt folgt ein Ausblick, und dieser Ausblick macht dem jüdischen Volk deutlich,
Das ist etwas, und ich sage ganz bewusst etwas und nicht alles, denn es bleibt nach wie vor das erwählte Volk. Das ist etwas von seiner Erwählung verloren hat, nämlich die Ausschließlichkeit, das Volk Gottes zu sein. Das Volk Gottes geht jetzt weit über das Volk Israel hinaus. Es werden von überall die Fremden, die bisher nicht dazu gehörten, hereingerufen und die nehmen die Botschaft an. Und das ist ein prophetisches Wort, was Jesus hier sagt, dass es weit über das jüdische Land hinausgehen wird, dass von allen Völkern und Nationen die Menschen wirklich kommen werden. Und so ist dieses Gleichnis hier erstmal eine Auseinandersetzung Jesu mit den jüdischen Leitern. Es ist auch eine prophetische Vorhersage dafür, dass der Heilsplan Gottes weit über das jüdische Volk hinausgeht. Aber das ist noch nicht die ganze Geschichte und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen letzten Teil nochmal genauer uns anschauen. Denn dort entdeckt Jesus jemanden, der innerhalb des Hochzeitsmahls, der Hochzeitsgesellschaft ist, aber der kein hochzeitlich Kleid hat, wie es hier in dem Gleichnis heißt. Worum geht es da? Ich habe lange gefragt, was das grundsätzlich heißt und was das auch für uns heißt. Das hochzeitliche Kleid für das Volk Gottes ist schlicht und einfach das weiße Kleid der Gerechtigkeit, das wir bekommen dadurch, dass wir an Jesus glauben, dass wir ernst nehmen, was er für uns getan hat. Das ist das hochzeitliche Kleid, was jeder bekommt, der ein klares Lebensja zu Jesus spricht. Es ist aber offensichtlich möglich, in der Gemeinschaft der Christen zu sein, ohne dieses hochzeitliche Kleid. Und an dem Punkt ist es vielleicht auch ein sehr ernstes Wort an viele von uns, die wir irgendwie dabei sind, aber wo Jesus nicht wirklich unser Herr ist, wo ihm nicht unser Leben mit allem, was dazu gehört, gehört. Wir halten uns an die Kirche, wir sind anständige Mitglieder, wir helfen hin und wieder mit. Wir nehmen irgendwo auch ernst, dass es wichtig ist, dass man so an einen Gott glaubt. Aber ihm mein ganzes Leben anvertrauen, die Radikalität zu leben, nach der Jesus fragt, ihm wirklich Herr meines Lebens sein zu lassen und nicht nur Wegbegleiter. Jesus macht ganz deutlich, dass es kein Dazwischen gibt. Entweder du bist sein oder du kannst es ganz sein lassen. Es gibt kein mit Jesus gehen, wenn nicht unser Leben ihm gehört. Und genau so einen Menschen hat Jesus hier im Blick. Jemand, der dabei ist, der anständig ist, aber der nicht diesen Schritt getan hat, wirklich Jesus sein Leben zu geben. Ihr Lieben, ich hoffe, dass das für die allermeisten von euch nicht zutrifft. Aber wenn du an dem Punkt irgendwo getroffen bist, wenn du nicht aus vollstem Herzen sagen kann, ich gehöre Jesus mit Leib und Leben, mit Seele und allem, was dazu gehört. Er ist mein Alles. Er hat das Recht, mein Leben so zu gestalten, wie er es für gut und richtig hält. Weil er hat mich erkauft mit seinem Blut. Wenn du das nicht für dich sagen kannst, dann muss ich dir mit der Ernsthaftigkeit Jesu sagen, dann bist du ein Hochzeitsgast ohne Hochzeitskleid. Und dann passiert das, was hier steht, dass der König zu seinen Dienern sagt, bindet ihm die Hände und werft ihn hinaus in die Finsternis. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Gott beruft jeden. Er will jeden dabei haben und er will dich dabei haben. Aber auserwählt wirst du nur, wenn du das Hochzeitskleid wählst. Nur dann, wenn du Jesus wirklich zu deinem Herrn und Heiland und Retter und König machst. Indem du mit deinem ganzen Leben, mit allem, was dazu gehörst, ja sagst zu dem Jesus, der sein Leben für dich gegeben hat. Gott segne dieses Wort an dir.
Ja, danke, dass du in dieser Ernsthaftigkeit mit uns redest. Wir beten darum, Jesus, dass wir nicht zu Hochzeitsgästen werden, die bei der Feier dabei sind, aber die das Kleid nicht haben, weil unser Leben nicht wirklich dir gehört. Herr, wir beten darum, dass du uns da in eine tiefe Buße hineinführst, wo wir lau geworden sind, wo wir zurückgenommen haben, was wir vielleicht einmal gesagt haben, wo wir vielleicht diesen einen Schritt noch nicht getan haben, der so notwendig ist. Herr, wir beten, dass dein Heiliger Geist uns wirklich zu diesem Schritt und in die Begegnung führt, wo uns klar wird, dass es keine Alternative mehr gibt dazu, dass wir Ja sagen zu dir, unserem Heiland, unserem Retter. Wo wir an den Punkt kommen, dass wir wirklich dir unser ganzes Leben geben. Das beten wir in deinem heiligen Namen, Jesus. Amen.